Hi, ich bin der Günther, ich bin aus der Bude. Willkommen zur zweiten Folge von Pokémon Tekken. Eigentlich wollten wir letztes Mal auch mit der Liga loslegen, aber ich habe gesehen, dass die Folge tatsächlich schon echt lang war. Dementsprechend machen wir das heute. Also gut, die Ferrum-Liga startet endlich durch. Es handelt sich aber um einen offiziellen Wettkampf, bei dem Kampftrainer aus der ganzen Ferrum-Region ihr Können zeigen. Die Kämpfe finden landesweit statt und werden live im TV übertragen. Da du noch nie dran teilgenommen hast, erkläre ich es dir kurz. Die Ferrum-Liga besteht eigentlich aus 4 Ligen. Jede Liga hat eine andere Ranganforderung. Alle Kämpfer beginnen mit dem Rang D. Du kannst fürs Erste also an der grünen Liga teilnehmen. Und was passiert innerhalb einer Liga, fragst du? Du kämpfst dich in Liga-Matches nach oben und am Ende gibt es ein Turnier für die besten 8 der Liga. Wenn du beim Turnier gewinnst, kannst du beim Ligameister an einer Rangprüfung teilnehmen. Und wenn du die bestehst, verbessert sich dein Rang und du steigst in die nächste Liga auf. In höheren Ligen warten natürlich viel stärkere Kampftrainer auf dich. Hast du verstanden, wie das System funktioniert? Probieren wir es einfach aus. Nach den offiziellen der Ferrum-Liga darfst du maximal 3 Helferteams mitnehmen. Denk dran, dass du die Helferteams jederzeit in deiner Stadt ändern kannst. Machen wir sie kaputt! Ich hoffe es. Jetzt beginnt sie, die allererste Liga. Jeder hat mal hier angefangen. Hey, was ist los? Etwa nervös? Tatsächlich ja, weil ich sacke. Mach dir keinen Kopf, nimm einfach ein Liga-Matches-Teil und versuch dich nach oben zu arbeiten. Na dann. Das sind anscheinend so meine Gegner. So, meine Teams gerade haben wir da. So, ich wollte das Menü wegmachen, aber... Mit Verlaub. Aha. So, hier haben wir ein offensives, was aber auch Werte ändert. Und wer nahen die Gegner ab? Das sind 2 Offensive. Und hier haben wir... Also ich habe bei den paar Kämpfen, die ich in dem Spiel gemacht habe, ganz gerne dieses Team B mitgenommen. So, hat eine Winrate von 27%. Wir sind am Vulkan, einfach casually Heatran. Los, Gewaldro, ich werde leiden. Ah, falschen Button gedrückt gerade. Welcher scheiß Button war Grab? Ah, das hier. Ich könnte jetzt behaupten, dass ich in diesem Kampf irgendwas gemacht habe, was kein Button-Spamming war. Das wäre aber eine Lüge. Es sind, glaube ich, eigentlich immer Best-of-Threes. So, Helferleiste von Lapras ist voll. Genau das ist das, worauf ich gehofft habe. Fangen wir gleich mal mit Lapras an. So. Ah, ich muss das drücken. Ich mag die Grabs. What? Wait a fucking minute. Ja, ich hab verfehlt. Aber was zum Fick war mein Grab? Ich hab ihm mit einem stinknormalen Grab irgendwie die Hälfte gezogen. Bruder, was? Yay, 3 Sterne.
Was zur Hölle? Glücksbonus. Ein Avatar-Item. What the fuck? Ich komme gerade nicht auf diesen Grab klar. Ich bin gerade 40. Machen wir einfach weiter. Lief ja gerade ganz gut. Ich bin gerade ein bisschen durch. Du hast eine niedrigere Winrate als die davor. Wieder am Vulkan. Ja, ich muss mich halt echt erst noch an die Steuerung gewöhnen. Welcher Move war der mit dem Tipper? Der lässt mir gerade aber auch einige Freiheiten. Ja, also der hat nichts gemacht. Punkt. Literally. Ich hab keinen Damage genommen. Ja, okay. Dieser Grab ist broken! Ich wollte gerade sagen, kann er den Limited blocken? Aber anscheinend nicht. Wir haben gehittet. Und das war's. Ja. Also das war eine Zerstörung, obwohl ich immer noch nicht weiß, wie man dieses Game spielt. Krieg sogar diesmal 3,5 Sterne. Und ein Level. So, ich kann Angriff erhöhen, Verteidigung, Limit und Helfer, ja. Easy as that. Oh, das ist mal ein besser gerankter. Warum bin ich eigentlich immer noch Platz 40, obwohl ich schon Platz 37 und 39 zerstört habe? Oder wird das erst nach diesen 5 Kämpfen aktualisiert? So, jetzt bin ich mal gespannt. Bin ein bisschen scared. Immerhin 50% Winrate. Sorry. Telluria. Die Stages sind cool designt in dem Match, auch wenn sie halt sich alle fast gleich spielen. So. Wir sind fokussieren. Oh, ich drück immer den falschen Button. Okay, am Anfang habe ich fett auf die Fresse bekommen, aber dann habe ich ein bisschen besser performt. Ich muss mich mal dran gewöhnen, dass ich auch das Steuerkreuz nutzen kann. Okay, ich habe jetzt Lapras und eine volle Helferleiste. Resonanzleiste. Oh Gott, ich wurde fett gehittet. Oh. Jetzt. Time to recalibrate your attack.
Reicht das? Ja, oder? Nein. Jetzt aber. War schon besser, der Gegner. Oh, das war ein geiler Victory Screen. War auch der erste, glaube ich, bei dem wir nicht mit Mega drin gewonnen haben. Der Victory Screen war schon cool. Drei Kämpfe in Folge gewonnen, gibt einen Titel. Ja, das wird erst aktualisiert gleich. So. Weiter geht's. Boah, mal gucken. Narzisst! Ah! Oh mein Gott, Gravitland, was? Warum dieses Pokémon? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass einfach Projektil am Anfang schmeißen so das Normalste ist. Wie war die Kombo? Genau. Das. Grab. Und gefinished. Fast kein Damage genommen. Ja, ich bin definitiv nicht gut, aber es reicht auf jeden Fall für die Noob-Gegner hier. Ich habe auch nicht gerade vor, das Game jetzt competitive zu zocken. Nee. Komische Angriffe. Was zum Fick? Hat die mir das erklärt, was ich da gerade gemacht habe? Grab. Reicht das schon? Oder brauchst du noch mehr auf die Schnauze? Nee, der Grab reicht, weil der fucking broken ist. Der macht so ein Damage, Alter. Ja, meine Wertungen sind jetzt nicht so krass, aber solange ich gewinne, ist es mir Schnuppe. Ich würde sagen, wir gehen auf Defense. Kriegen Glücksbonus. Ein stellvertretender Kampfmeistertitel. Topfitter Trainer. So, irgendwie ist die Pokémon-Auswahl der Gegner hier nicht sonderlich abwechslungsreich. Nur Gengar, Pikachu, Glurak. Nahkämpfer. Anscheinend war der mit dem Gengar echt der Beste bisher. Übrigens kann man dieses Intro nur teils skippen. Okay, das war sehr scheiße von mir. So geht die Kombo. Ja. Der macht wieder nichts gefühlt. Der kriegt wieder Fett auf die Fresse. Ja, und ich krieg immer Lapras Helferleiste voll. Deswegen ist Serpifeu Runde 1 einfach sinnvoll. Einfach instant Lapras dönern. Lass dich nicht grabben. Ah, grabs in der Feldphase.
Ja, okay, schwächer war der jetzt nicht gerade. So, der Limitschlag trifft. Wie viel macht das? Yeet. Ja, der wurde schon auseinandergenommen. Der wurde auch auseinandergenommen. Wir sind einfach krass. Ich meine, ich krieg zwar die ganze Zeit nur 3 Sterne, aber... So, direkt das nächste Level. Oh, 420. Ich werde jetzt einfach mal hier die Reihe einmal runtergehen. 5 Battles in Folge gewonnen. Und damit Liga-Match-Resultate. 29. Ja. Halt der Platz vom Besten, gegen den ich gewonnen habe. Ich muss halt noch Top 8 kommen. Ich muss jetzt ernsthaft nochmal gegen welche hier spielen. Diesmal kann ich Platz 20 werden, offensichtlich. Und ich glaube, man muss alle 5 Battles in Folge machen. So, gegen dich habe ich doch gerade schon gespielt. Das war auch die allererste. Ah ja, die hat sogar noch dieselben Results, als ob ich noch nie gegen sie gekämpft hätte. Der Loose gegen mich ist einfach nicht eingetragen, Digga. Ja, das ist bisher die einzige Combo, die ich kann. Serpifoy, hittest du? Und kill. Jo, unsere Resonanzleiste ist fast voll. Wir werden hier Lapras bekommen. Und damit werden wir... Oh, er hat aber auch schon volle Resonanz. So, ich glaube doch, es können beide gleichzeitig das machen. Oh, da wollte er shielden. Das ist halt so broken. Grab und Limitschlag müssen hitten und er ist tot. Dieses... Oh. Kein Wunder, dass wir eigentlich jedes Match im Limit gewinnen. Dreieinhalb Sterne wieder. 6 Kämpfe in Folge gewonnen. Ja, ich bin literally 6 Kämpfe jetzt in dieser Liga und habe jetzt schon den Titel Lebende Legende. Was ist mit euch? Ich spam hier Buttons und schlachte damit ein paar Noobs ab. Dabei sein ist alles. Er sagte, du wirst Greifangriffe hassen lernen. Also, ich will nichts sagen, aber sobald ich in meiner Resonanzform bin, glaube ich, das wird nicht mein Problem sein. Ich spam halt einfach nur Buttons. Seht ihr die krasse Combo, die ich gemacht habe? Digga, mein Resonanzlimit ist halt nicht sonderlich weit. Und der bekommt einen dicken Boost dafür. Oh,
Ich werde Greifangriffe hassen lernen. Are you sure about that? Ah, sad. Ja. Button-Spamming prevails. Das ist bisher das, was ich in diesem Spiel lerne. Ich spamme die ganze Zeit nur X- und Y-Button, wie ich gerade Lust drauf habe. Meine Technikbewertung zeigt's. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie man so Zeug wie den Ausfallschritt macht. 7 Kämpfe in Folge. Ich werd hier zum Gott, Leute. Jetzt kommt Machomai. Ah, mal gucken, gleich kommt der Platz 20 nach dem hier. Ob der besser wird, kann schon sein. Hier haben wir schon eine über 60%ige Winrate. Ein 31er. Ich fühle mich gerade wie so ein Smash Bros. Terry Player, der einfach nur Jab Jab Power Dunk spammt. Oh, der Move ist. Oh mein Gott, was? Der Move ist sick! Und meine Resonanz ist voll, Digga. Ich hab den ja so gebumst. Der hat ja gar keine Chance. Jetzt krieg ich noch Lapras voll. Oh, der Arme. Ja, Instant Lapras. Er hat schon mal gescheit kassiert. Ich krieg einen Grab. Mach damit viel zu viel Damage. Ich sehe schon, Machomai hat viel HP. Das heißt, das wird ihn wahrscheinlich nicht mal töten. Ja. Keine Sorge, er ist trotzdem jeden Moment tot. Yeet! Ja, okay, also, wenn der Nächste mit Machomai genauso ist, dann mache ich mir da gar keine Sorgen. Das reicht auch noch für ein Level-Up. Wir bekommen gleich noch ein bisschen mehr Angriff. So, Roland, Platz 20. Gegen den zu gewinnen, wäre schon stabil. Vielleicht können wir dann nächste Folge nach der nächsten Fünfergruppe schon ins Turnier gelangen. Wir spielen jetzt in der alten Stadt in Ferrum. Der hat eine niedrigere Winrate als der davor. Warum ist er höher gerankt? Ja, das ist eine coole Stadt. Die ist cool, die gefällt mir. So, tryharden! Okay. Ah, die Phasen wechseln so schnell. Oh, der Move ist strong. Ich habe schon gemerkt, was ich in Smash ganz gern mache, so out of shield grabben, ist in dem Game nicht so toll. Ja, aber den holen wir uns. No problem.
Er wurde gegrabt, Leute. Ah. Digga, die Special-Phase. Es ist so broken. What the fuck? Resonanz ist so busted. Der hat einfach keine Chance mehr. Weil alles 80.000 Schaden macht von mir. Gott. Ja, James. Mit seinem Glurak. Bisher war Glurak der Beste gegen uns. Der Typ gerade eben hatte uns halt auch wirklich gar nichts entgegenzusetzen. Ich habe das Gefühl, ich habe inzwischen eine Taktik gefunden, die mega spammy ist, aber halt recht effektiv auch. So, meine Taktik bisher scheint zu funktionieren. Aha, Serpivoll kann den also nicht finishen. Gut zu wissen. Ja, aber wir sehen wieder No-Hit an dieser Stelle. Das ist wirklich... Ich habe echt das Gefühl, ich habe inzwischen eine ganz gute Strategie. Ah, man kann aus Lapras anscheinend leider nicht kombon. So, jetzt haben wir den Grab gelandet. Er ist auf irgendwie 100 Leben, re? Okay, bisschen mehr, aber das Problem ist, dass wenn er jetzt gehittet wird, er tot ist. Und wir haben in diesem Best of Three nicht einen einzigen HP-Damage genommen. Well. Ja, macht bisher echt Bock, muss ich sagen. Bisher hab ich Spaß an dem Game. Oh, und mal 4 Sterne. Awesome. Jawohl, wir ballern. Noch Level 7. Komm, ich will direkt mehr Angriff. 10 Mal gekämpft und alle 10... Ah, ich bekomme neue... Achso, das war schon 5 perfekte KOs. 10 Limits ausgelöst. Ach, aber für 10 Wins in Folge gibt's nix, oder? Ich müsste 20. werden, ne? Genau. Genau das funktioniert so. Das heißt, nächstes Mal, wenn wir Glück haben, könnten wir in die Endrunde eintreten. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall ins Turnier kommen, weil wir werden halt nicht nur eine Runde vom Liga-Durchgang schaffen. Auf jeden Fall war es das für die heutige Folge von Pokémon Tekken. Nachdem die letzte Folge Einstieg war, nicht so viel Action, muss ich sagen, heute hat echt richtig Bock gemacht. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, auch mehr Bock, als ich erwartet habe. Also, ich bin hyped, dieses Game weiterzuspielen. Wenn ihr auch noch, wenn ihr auch Bock auf das Let's Play habt, dann lässt gerne ein Like und oder ein Abo auf dem Channel da. Und dann sehen wir uns hoffentlich schon bald wieder. Bis dann und ciao.